Ich weiß nicht, ob das ein gutes Zeichen ist, dass wir so viel Munition finden. So, okay. Heilung, also so Gesundheit oder so, wenn ich verkehrt. Ich habe das Gefühl, jetzt kommt der Endkampf, kann das sein? Beziehungsweise jetzt kommen wir in die Hölle nochmal. Ist dem so? Mal eben schauen, alles durchladen. Aha. So, haben wir das auch voll. Das haben wir voll. Das, na toll. Das hätte ich vielleicht vorher machen sollen, alles durchladen, bevor ich die Sachen aufhebe. Aber gut, sind bloß 4 Schuss. Die haben wir voll. Das Ding würde ich gerne einsetzen dann gleich, dass wir geheilt sind. So, dann schauen wir, was uns jetzt erwartet hier. Aha, hier ist nicht sehr viel. Aber die Ruinen sind schon krass, ne? Das ist schon echt, echt cool, was hier, was sie mit den so Ruinen und so. Ich frage mich ja tatsächlich, ne, auf dem Mars, ob da auf dem Mars wirklich mal Leben existiert hat oder nicht. Weil das kann ja möglich sein. So vor, keine Ahnung. Die USC setzt neue Standards in archäologischen Entdeckungen und Analysen und stellt mit Stolz die neuesten Daten zu 4 einzigartigen und faszinierenden Artefakten vor. Diese Tafeln wurden in der Ausgrabungsstätte, dem sogenannten Standort 3, entdeckt. Die darauffolgende Untersuchung der Umgebung und die C14-Datierung der Tafeln brachte UAC-Forscher zu der Überzeugung, dass die Tafeln aus einer jahrtausendealten Zivilisation stammten und in einer Art heiligem Gräberfeld platziert wurden. Mithilfe der besten Linguisten und UAC-eigener Mustererkennungssoftware wurden die Tafeln gründlich analysiert. Die Ergebnisse waren fantastisch. Die erste Tafel bot uns eine Fülle wissenschaftlicher Daten, die insbesondere die mathematischen Konzepte hinter der Teleportation erläutern. Diese Informationen nutzten UAC-Wissenschaftler als Eckdaten für den Bau der Delta-Teleportationsgeräte. Die zweite und dritte Tafel zeigen die epische Geschichte eines Krieges und des größten Opfers eines ganzen Volkes, um angesichts einer ausweglosen Lage den Sieg zu erringen. Die vierte Tafel zeigt, wie die Essenz jedes Individuums eingefangen und in das Artefakt übertragen wurde, das wir den Seelenwürfel nennen. Mit ihm verbannte ihr mächtigster Krieger die einfallende Horde für immer. Unsere Forscher analysieren noch einen kürzlich entdeckten verborgenen Teil des vierten Steins und einige damit zusammenhängende Fragmente. Sie enthalten Details zum einfallenden Feind und zeigen, dass der letzte Überlebende fortteleportiert wurde. Wohin, wissen wir nicht. Aber es wird eine Karte erwähnt, die wir noch nicht gefunden haben. Wir haben an keinem der Standorte Hinweise auf die Art der Invasion gefunden. Vermutlich ging im Laufe der Zeit alles verloren, bis auf das, was wir jetzt sehen. Mhm. Okay. So, haben wir das auch mal angehört? Ja. Also, die haben die Tafeln da gelassen, witzigerweise, dass man natürlich die ganzen Teleporter nachbauen kann, damit man dann, ja, die Dämonen in unsere Welt lassen kann. Okay, das dürfte dann denen ihr letzter Krieger gewesen sein hier. Patronenzellen, BFG-Zellen. Kammer der Helden. Ach nee, Kammer des Helden. Okay. Okay. Ja, gut, den brauche ich nicht mehr. Ich hab's vollgeheilt. Ich nehme wieder meine Lieblingsknarre. So, nochmal kurz speichern. So, die lassen alles da, dass man die ganzen Teleporter bauen kann, dass man die Leute auch zu sich herlockt dann. Und dann lässt man aber alles da. Igitt. Bisschen. Widerlich, sag ich nur. Widerlich.
Okay. Oh, der Zip. Oh, der lebt sogar noch. Ja. So, Sekunde. Zack. So. Ich glaube, das ist hier erstmal ein bisschen effizienter. Hoffe ich zumindest. Weil ich möchte da keine Muni verschwenden von dem BFG-Teil. Das wäre mir nicht so recht. Weil ich glaube, das werden wir die werden wir noch bitter brauchen. Was? Hoch? Wow. Ich höre schon wieder Kinder. Toll. Achso, ja, ist klar. Ah ja, okay, sehr gut. Nein! Mach mal mit die Waffe hier. Ich würde gerne... Alter! So, hallo, bitte! Nein! Nicht in die Richtung! Da will ich nicht lang. Zu dem Typen da. Alter! Komm, steig! Ich komm, gib mir den... Nehme ich mal mit. So, komm, gib mir den Seelenwürfel. Ich glaube, wir müssen es mit dem Seelenwürfel machen. Wenn ich das richtig... wenn ich den Seelenwürfel habe, dann... Hallo? 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 Alter! So. Ich nehme jetzt einfach mal die, das glaube ich einfacher. Ich mach's mir jetzt mal einfach. So. Nein. Nein! Mist. So. Interessant. Bedrup Zulu, hier Echo 1, ist was zu sehen? Echo 1, hier Bedrup Zulu. Gewaltige Schäden auf der Basis. Sieht aus wie in der Hölle. Lebenszeichen auf dem Bioscanner. Passt auf. Echo 1, ein Überlebender, ein Marine. Corporal, hörst du mich? Alles klar? Kannst du mich hören? Echo 1, hier Aufklärer Zulu, bereit für Medevac. Ja, Sir, er ist tot. Roger, Aufklärer 1. Was ist mit Dr. Betruger? Er ist hier nirgends.
Okay. Ja, gut. Das war Doom 3. Ja. Schwierig. Ich frage mich gerade, ist der jetzt in der Hölle? Ist der da gefangen? Kommt der zurück? Also, es gibt jetzt den... Es sollte irgendwann dieses Jahr, glaube ich, der vierte Teil dann kommen. Die Frage ist, knüpft das dann an? Ich glaube, es gibt hier... gibt es noch zwei Spielmodi. Das glaube ich, extra Kampagnen, glaube ich. Ich weiß noch nicht, ob die anknüpfen dann. Aber es sieht ja fast so aus. Das ist ja noch nicht vorbei. Der Betrüger ist ja praktisch nur noch ein... ja, keine Ahnung. Ist ja nur noch dieser Kopf oder Teil dieses Drachengeflügelten Dings. Keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Wir werden uns die anderen Teile auf jeden Fall auch noch angucken, beziehungsweise die Erweiterungen oder die eigenen Spiele. Keine Ahnung, was da sein soll. Es ist so laut gerade hier. Oh, es ist gerade mega laut hier auf den Kopfhörern, die Musik. Ja, das war Doom 3. Ich muss sagen, ja, es war... Am Anfang fand ich es cool, da hat die Atmosphäre gepasst, es war... schön durchgängig, es hat alles, die Horror-Effekte waren gut. Zur Mitte hin und gegen Ende hin ist es eigentlich nur noch nervig gewesen. Ich weiß nicht, man musste immer die Karten sammeln, dann hier wieder die PDAs holen, die Chipkarte sammeln und dann hier wieder da rein, dann das wieder aktivieren. Das hat sich ein bisschen gezogen, glaube ich. Also, da hat so ein bisschen dann irgendwann, vor allem war das dann teilweise so exzessiv einfach, dass die Sachen gekommen sind, also dass sie dann 10-mal das gleiche Monster und dann diese, ja, keine Ahnung, diese riesen fetten Dinge, einfach 2-3 Stück und dann sofort und gib ihm, keine Ahnung, das war so ein bisschen, es hat sich am Ende sehr gezogen dann und, wie gesagt, am Anfang war das mega cool, auch von der Atmosphäre her, weil ich es auch kannte, bis hierher habe ich es nie gespielt, von daher wusste ich auch nicht, was kommt, aber das Ende, keine Ahnung, also gegen Ende hin ist es, oder gegen Mitte hin eigentlich schon, ist es immer träger geworden. Es hatte keinen wirklichen Horror-Effekt mehr. Man hat ein paar kleine Schrecke, hat man noch gehabt. Vor allem, wenn irgendjemand davor gestanden ist, das fand ich ganz gut, das war eine schöne Abwechslung. Aber ansonsten ist es irgendwie immer so Richtung Einheitsbrei dann gegangen. Es war immer das Gleiche, musste immer das Gleiche tun. Die Karten haben sich ein bisschen zwar geändert, aber an sich war es eigentlich immer das Gleiche. Und ich bin gespannt, wie die... ja, wie diese Add-ons, Erweiterungen, keine Ahnung sind, die da noch dabei sind. Gucken wir uns auf jeden Fall dann an, aber ich hoffe, dass es da ein bisschen mehr Dynamik dann drin gibt, weil ansonsten ist es wirklich sehr, sehr einheitlich gewesen gegen Ende hin. Und ich muss dazu sagen, ich hatte ich hatte stellenweise mal ganz kurz das Bedürfnis, einfach abzuschalten, weil es mich einfach genervt hat, weil das war die eine Stelle, glaube ich, wo ich so permanent gestorben bin, dann, wo ich mir dachte, das kann nicht wahr sein. Und da war ich kurz davor, dass ich einfach mal, ja, dass ich einfach mal aufhöre und dann später weiterspiele, weil, keine Ahnung, das war echt eine nervige Stelle dann. Gut, auf jeden Fall, wir haben es durchgespielt. Ich wollte es eigentlich, wir nehmen jetzt... Naja, fast 2 Stunden wieder auf. Hätte ich das letzte Mal auch nicht geschafft dann. Weil ich wusste ja nicht, wie lange das Spiel noch geht. Ach, das waren schon die Credits. Cool. So, Kampagne. Wir haben hier... Jetzt muss ich mal gucken. Schwierigkeitsgrad auswählen. Neues Spiel starten. Ich muss mal ganz kurz gucken. Neues Spiel. Dein aktueller Fortschritt abbrechen. Nein. Einstellungen, Spieloptionen. Ich muss mal ganz kurz gucken. BFG Edition, Kampagne. Wenn ich sage Spiel fortsetzen, ne, wo komme ich denn dann hin? Okay, dann komme ich daher. Ich mache jetzt hier mal Spiel speichern. Sage ein neuer Spielstand. Hauptausgabung. Das hat nämlich folgenden Hintergrund. Dann machen wir Spiel beenden. Ja, annehmen. So. Hat nämlich folgenden Hintergrund. Ich möchte erstmal ein neues Spiel starten. Ja. Genau, Doom 3, Auferstehung des Bösen und Lost Mission. Das heißt, wir werden beide spielen. Eins zurück. Also wir werden auf jeden Fall noch Auferstehung des Bösen spielen. Wir werden Lost Mission werden wir spielen. Doom 3 haben wir durch, das Hauptspiel. Die beiden machen wir noch. Ich habe keine Ahnung, wie lange die gehen.
Aber die beiden werden wir uns auf jeden Fall noch angucken. Warum ich gerade gespeichert habe zwischendrin, hat den Hintergrund, wir haben einen Haufen PDAs gefunden, wir haben einen Haufen Videodiscs gefunden. Das würde ich gerne im Nachgang einfach nochmal machen. Das mache ich nicht jetzt, weil ich muss noch schneiden und das Ganze auf YouTube hochladen. Sonst gibt es morgen nämlich keine Doom 3 Folge. Und darum werde ich das einfach dann schnell machen. Das heißt, schneiden und hochladen. Und dann werde ich das Special, glaube ich, machen. Und dann werde ich auch Verstehung des Bösen machen, Lost Mission machen. Und dann schauen wir mal, wie sich das Spiel entwickelt. Habe ich keine Ahnung davon. Kenne ich nicht. Also ich habe das durch Zufall, als ich das Spiel gekauft habe, habe ich gesehen, als ich das neue Spiel gestartet habe am Anfang, dass hier die beiden Sachen noch dabei waren. Keine Ahnung, worum es da geht. Aber wir werden es auf jeden Fall rausfinden. Gut, das heißt, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen an alle Zuschauer auf YouTube. Und wir sehen uns hoffentlich dann bei Auferstehung des Bösen, Lost Mission wieder oder bei einem anderen Let's Play. Und ja, vielen Dank und einen schönen Tag oder Abend noch, je nachdem, wann ihr das guckt. Tschüss!